Und auch das ist eine fürchterliche Vorstellung. Während sie operiert werden, Stromausfall. Kein Licht mehr im OP, das Beatmungsgerät fällt aus. Ja, eine Horrorvorstellung, die bei uns in Deutschland relativ unwahrscheinlich ist. Ganz anders in Tansania. Abseits der großen Städte dort gibt es täglich Stromausfall. Aber ein Ehepaar aus Holzkirchen hilft den Menschen vor Ort, einmal die medizinische Versorgung zu verbessern und technisch auf den Stand der Dinge zu kommen. Und die beiden sind gleich bei mir hier in der Abendschau. Das St. Walburgs Hospital im Süden Tansanias. Ein Krankenhaus, das die medizinische Versorgung für 1 Million Menschen sicherstellen soll. Ein Kraftakt. In Tansania gibt es pro 100.000 Menschen nur 2 Ärzte. Die Mütter- und Kindersterblichkeit ist eine der höchsten der Welt. HIV und AIDS prägen das Land. Es gibt schätzungsweise 970.000 AIDS-Waisen. Im St. Walburgs Hospital gibt es für die vielen Patienten viel zu wenig qualifiziertes Personal. Eine digitale Verwaltung von Krankenakten gibt es nicht. Die Stromversorgung bricht immer wieder zusammen und die Hygiene von OP-Besteck ist mangelhaft. Genau hier unterstützt seit November 2018 das Ehepaar Silke und Henrik Rausch aus Bayern. Sie ist als Ärztin tätig, er baut als Ingenieur und IT-Spezialist die technische Versorgung auf. Ein tatkräftiges Team im ehrenamtlichen Einsatz. Silke und Henrik Rausch, jetzt in der Abendschau. Guten Abend. Guten Abend. Die Situation, die ich gerade geschildert habe, unvorstellbar. Stromausfall im OP, genau das haben Sie erlebt. Ich glaube, eine Geburt mit Kaiserschnitt, Stromausfall, Licht geht aus. Und dann, wie ging es weiter? Von der technischen Sicht her? Ja, ich kann mich da noch gut dran erinnern. Wir saßen vor unserer Unterkunft und haben uns gewundert, dass es irgendwie anders war als normal. Stromausfälle sind ja leider durchaus mal die Regel. Aber in diesem Fall sprang der Diesel nicht an. Und wir haben nach unseren Stirnlampen getastet und haben gewusst, wir müssen jetzt los. Und sie ist dann Richtung OP gelaufen und ich Richtung Generatorhaus. Und nach knapp 10 Minuten hatten wir es dann wieder am Laufen. Und die Patientin und das Kind? Ging zum Glück gut, denn die OP war gerade beendet und somit ist alles gut ausgegangen. Jetzt ist Stromausfall, wie wir gehört haben, ein latentes Problem. Was sind denn sonst die, ja auch in medizinischer Hinsicht, die Probleme dort in diesem Krankenhaus, in der Station, die wir gesehen haben? Ja, also ein Problem ist einfach, dass in der Zwischenzeit viel, viel mehr Patienten kommen und das Haus zu klein ist. Die Ressourcen, eigentlich ein gutes Zeichen, wenn viele Patienten kommen. Das stimmt schon, nur das Haus ist eben auch ein bisschen in die Jahre gekommen. Es suchen auch viel mehr Frauen für die Geburt das Krankenhaus auf, die geschützte Umgebung. Da sind auch die Ressourcen nicht vorhanden und es gibt einfach Riesenprobleme. Ein weiteres Problem ist das Personal. Gutes Personal ist rar in dieser Gegend. Und häufig sind die nur angelernt und da gilt es eben darum, Personal zu schulen, gutes Personal ans Haus zu binden. Wie schaffen Sie das eigentlich? Ich meine, Sie sind Ärztin, arbeiten hier in München an einer Klinik in der Intensivmedizin. Wenn Sie nach Tansania fahren, ehrenamtlich, Urlaub oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, ehrenamtlich und in der Freizeit. Überstunden abbauen, Freizeitausgleich, Urlaub, alles nebenbei. Und warum machen Sie das? Also, blöde Frage, aber... Ja, ich habe früher schon im Ausland gearbeitet und mich faszinieren einfach immer andere Länder, andere Lebensweisen, mich darauf einzustellen. Und im medizinischen Bereich kann man natürlich sehr gut helfen. Und es ist schön zu sehen, wie mit wenigen Mitteln man doch viel bewirken kann und mit so kleinen Anregungen auch mal den Arbeitsalltag den Kollegen vor Ort erleichtern kann und natürlich auch die Patienten. Es ist einfach schön, wie die Patienten, oder bewundernswert, wie die Patienten geduldig die Situation hinnehmen und dann ihre Dankbarkeit zum Ausdruck bringen, einfach in liebevolle Gesten mit einem freudigen Lächeln. Und das gibt einem viel zurück. Herr Rausch, Sie sind eher, glaube ich, zufällig zum Entwicklungshelfer geworden. Ja, da haben Sie in Myanmar war das, gell? Ja, wir wollten eigentlich nur Urlaub machen. Und meine Frau war vorher schon auf diesem Schiff als Ärztin zum Arbeiten und hat dann so Nachrichten geschickt, es gäbe diverse technische Probleme. Als ich dann hingekommen bin, habe ich festgestellt, das waren nicht nur ein paar Probleme, das Schiff war quasi fast am Sinken. Und wir haben dann gesagt, die Reparaturen lohnen sich nicht mehr. Und ein neues Schiff wurde dann ganz schnell gefunden und das wurde komplett saniert. Und das war so eine große Aufgabe, dass ich da eigentlich das auch nicht mehr alleine geschafft habe, sondern dann einige Kollegen mit hinzugezogen habe. Und wir betreuen das jetzt jeden Tag 24/7. Auch Sie machen das ehrenamtlich. Ich muss dazu sagen, Sie haben einen Arbeitgeber, der das ermöglicht, um es mal so zu beschreiben. Wenn jetzt irgendwelche Zuschauer sagen, toll, was die beiden machen, wie kann man sie unterstützen? Wo ist Unterstützung gut angelegt sozusagen? Ja,
wie ich schon gesagt habe, es gibt einige Investitionen, es gibt viele Reparaturen. Auch in Tansania haben wir jetzt ein großes Projekt vor uns mit vielen finanziellen Mitteln, die benötigt werden. Es würde uns sehr freuen, wenn auf der Webseite jemand sich erkundigen könnte und da vielleicht ein paar finanzielle Beiträge leisten könnte. Von der Artemed-Stiftung. Für die Artemed-Stiftung. In deren Klinik Sie arbeiten. Genau. Ja. So, es geht bald wieder nach Tansania, aber vorher noch mal nach Myanmar. Was erwartet Sie da? Ja, medizinisch ist geplant einfach wieder Schulungen, wieder Auffrischung von Themen, die bereits geschult worden sind. Hygiene, Notfallschulungen, Eigenschutz, dann die Medikamente dort zu überarbeiten. Wir haben 200 Medikamente ständig an Bord und da gilt es dran, diese Liste zu überarbeiten. Ist es noch in Myanmar verfügbar? Gibt es Alternativen, solche Dinge? Und dann gibt es natürlich immer die ungeplanten Probleme, die auf dem Schiff auftauchen. Und die versuchen wir natürlich direkt vor Ort anzugehen und auch zu lösen. Ich danke Ihnen für den Besuch. Ich danke fürs Engagement. Sie haben eine unglaublich positive Ausstrahlung. Bringen Sie die dorthin, wo sie wirklich auch dringend benötigt wird. Herr und Frau Rausch, danke schön für den Besuch. Wir danken auch. Dankeschön. Danke.